Signal muss ganz nah sein. Botschaft. Ich habe im Südosten einige recht unfreundliche Tenakt getroffen. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich etwas Böses wollten. Sie schienen sogar schreckhaft. Ich an deiner Stelle wäre vorsichtig. Danke für die Information. Es ist kein Tenakt-Gebiet. Vielleicht kann ich herausfinden, was sie dort treiben. Städte. Wenn ich zum Kern gelange, komme ich an genug Daten, um neue Maschinen zu überbrücken. Da ist die Kaja-Jägerin mit einer Utaru. Tatsächlich. Und sie sind nicht allein. Siehst du das, Milo? Du musst auf eine Chance warten. Willst du mitjagen? Jetzt wird der Fall. Oh.
rüber! Man muss vorbereitet sein. Habe ich Talana Khan Padish. Aloy, trotz der Nora. Die Bezwingerin des Rotschlunds. Die Retterin von Meridian. Milo ist meine neue Drossel. Sie kam kurz nach der Schlacht beim Turm in die Jägerloge. Sie hat von unseren gemeinsamen Jagden gehört. Ruh dich aus. Du solltest ein paar Heilpflanzen auf die Wunde legen. Was führt dich den ganzen Weg hier raus? Sind die Maschinen im Osten zu zahm für dich? Nicht ganz. Ich suche jemanden. Einen Kaja-Jäger, etwa mein Alter. Er heißt Amadis. Er kam vor einer Weile allein hier raus und wird vermisst. Bei unserem letzten Treffen hast du Meridian verlassen, um eine neue Maschine zu jagen. Das waren mehrere Krallenschreiter. Und ein Jägerkiller. Du hast gesagt, du fühlst dich rastlos. Ist es als Sonnenhabicht so langweilig? Ich hatte gerade die Stadt verlassen. Ich konnte die bürokratischen Regeln und Formalitäten einfach nicht mehr ertragen. Doch während der Zeit in der Wildnis wurde mir klar, dass die Loge mehr als eine glorifizierte Trophäenhalle sein muss. Unsere Jäger sollten die Speere sein, die die Zivilisten schützen, wie mein Vater und Bruder. Klingt nach einer Herausforderung. Die anderen in der Loge waren nicht ganz so aufgeschlossen. Manche schon. Den Rest schmeißen wir raus. Und damit fange ich an, sobald ich Amadis gefunden habe. Ich kann helfen, deinen Freund zu finden. Ich weiß, du hast deine eigenen Gründe, hier draußen zu sein. Aber ich würde mich über deine Hilfe freuen. Was hat er hier draußen gemacht? Er hat bei den roten Raubzügen jemand Geliebten verloren. Er wollte zum Schlachtfeld gehen, um ihn zur letzten Ruhe zu betten. Milo und ich waren gerade unterwegs dorthin. Das Schlachtfeld ist in der Nähe. Ich kann mit euch kommen. Nein. Geh nach Steinhall, heile, warte dort und denk über die heutige Lektion nach. Aber... Mit Schmerzen bist du keine Hilfe. Geh! Alle Jäger müssen sich ab und zu erholen. Ja, Sonnenhabicht. Es war mir eine Ehre. Wird sie klarkommen, ganz allein? Natürlich. Sie ist meine Drossel. Komm, zum Schlachtfeld geht's hier lang. Dieses Schlachtfeld, du meintest, es war Teil der roten Raubzüge? Die Schlacht der brennenden Blüten. Amadis gehörte zur Kaja-Armee, die nach Westen vorstieß. Seine Division griff die Tenakt an. Aber sie unterschätzten die Stärke des Feindes. Es war ein Massaker. Dass du mit jemand befreundet sein würdest, der an den roten Raubzügen teilgenommen hat. Oh, keine Sorge. Er war einer von den Guten. Er wollte den Angriff stoppen, doch er kam zu spät. Seitdem ist er auf der Flucht. Und du glaubst, dass ihm hier etwas zugestoßen ist? Keine Sorge. Wir werden ihn finden. Er versprach mir, eine Nachricht zu schicken.
Ich habe gewartet, aber sie kamen. Das hier ist das Feld, wo die Tenakt die Kaja abgeschlachtet haben. Zeit und Wetter haben die meisten Kampfspuren beseitigt. Aber da sind viele Fußspuren. Noch ganz frisch. Sehen wir uns das mal an. Tiefe Fußspuren, vielleicht Osaram. Zu viele, um zu sagen, ob Amadis bei ihnen war. Sehen wir uns um. Vielleicht hilft mein Fokus. Amadis sollte doch allein sein. Wieso waren Osaram hier? Waffe. Die Klinge ist verrostet. Die muss von der damaligen Schlacht sein. Ein Lagerfeuer. Sieht frisch aus. Wer auch immer hier war, blieb mindestens eine Nacht. Spuren. Nicht Osaram, vielleicht Kaja. Hier gibt's eine Spur, der ich mit dem Fokus folgen kann. Talana, ich glaube, ich habe hier was. Spuren, die vom Schlachtfeld wegführen. Geh voraus. Ich verstehe das nicht. Wieso ging Amadis weiter nach Westen? Vielleicht finden wir hier noch was anderes. Sieht ziemlich verlassen aus. Ein Utaru? Was macht der denn hier draußen? Vielleicht hat er Amadis gesehen. Fragen wir ihn. Lasst mich raten, ihr seid Nachzügler. Wurde zurückgelassen, als die Wagen losfuhren. Keine Angst. Ich bin kein Kaja-Hasser. Nur ein alter Plünderer, dankbar für ein bisschen Gesellschaft. Ich bin Lel. Ihr habt euch wohl verlaufen? Genau genommen suchen wir jemanden. Einen Kaja-Jäger. Er müsste allein gereist sein und die Kleider waren sicher abgenutzt. Ja, der war hier. Sah sich auf dem Schlachtfeld um. Wollte wissen, was passiert ist. Zum Glück kennt der alte Lel all die Geschichten. Die Kaja-Armee stürmte direkt in die wartenden Tenakt. Die meisten verbrannten. Andere brachten die Tenakt zurück nach Westen. Euer Mann wollte wissen, wohin. Ich habe ihm die Gerüchte von einem Ort namens Vollnis erzählt. Was ist das? Ein Tenakt-Kerker oder Kaja-Friedhof. Je nachdem, wie man es sieht. Wo liegt dieser Ort? Weiter westlich, im Tenakt-Gebiet, aber das hielt ihn nicht auf. Eine Osaram-Karawane lagerte auf dem Schlachtfeld, die wollten in die gleiche Richtung. Er ging mit ihnen. Sie zogen nach Westen, zu den Bergen. Danke, Lel. Wir müssen jetzt los. Weidmanns Hall da draußen. Wir gehen nach Westen, zu den Bergen. Wenn wir die Karawane finden, finden wir vielleicht Amadis. Los geht's.
Du meintest, Amadis verlor in der Schlacht jemand Geliebten. Glaubst du, die Tenakt nahmen stattdessen diese Person gefangen? In der Fäulnis? Ich weiß nicht. Vielleicht. Der Hügel da vorne. Sieht aus, als wäre da ein Tunnel. Ein Panzerschnapper. Er hat uns noch nicht gesehen. Wir können es benutzen. Habicht und Drossel. Wie in alten Zeiten. Ein paar Osaram-Vorräte und eine Sackgasse. Das kommt in meinen Vorrat. Oh!
An deiner Seite zu jagen. Na los, gehen wir in den Tunnel. Ich warte hier auf dich. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Eine Sackgasse. Sieht aus wie ein Einsturz. Und was ist mit der Karawane passiert? Sehen wir uns mal um. Vielleicht hilft ein zweites Gesicht. Talana, ich glaube, ich habe hier was. Im Geröll. Was ist es?
Was steht da drin? Er war Teil der Karawane, die hier durchkam. Die Notiz endet abrupt, als der Tunnel einbrach, schätze ich. Oh. Aber keine Spur von einem Kaja-Jäger. Und eine erste Karawane schaffte es vor dem Einsturz durch. Sie sind wohl zu einem Wasserloch auf der anderen Seite gereist. Er könnte es geschafft haben. Führt noch ein Weg hindurch? Ich habe eine Art Basis in den Bergen, nördlich von hier. Wir gelangen durch einen Durchgang zur anderen Seite. Wir? Du weißt doch, Habicht und Drossel. Wir finden deinen Freund schon gemeinsam. Begib dich zum westlichen Rand von Rheinklang. Ein Pfad in den Hügeln führt hoch zur Basis. Dort wird dich jemand empfangen und dir den Weg hindurch zeigen. Dann treffe ich dich im Lager auf der anderen Seite, sobald ich kann. Danke, Aloy. Ich wusste, es bringt Glück, dir zu begegnen. Hier, nimm das. Möge dir das auf der Jagd helfen. Wir sehen uns im Lager. So, ich bin einer alten Freundin begegnet, die rüber nach Westen muss. Kannst du sie vielleicht bei Rheinklang treffen und sie durch die Basis bringen? Es ist nur die Kaja. Wenn sie deine Freundin ist, muss es so sein. Ich zeige ihr den Weg. Ich bin ein Freund zu sein. Ich sollte sie im Lager suchen, wenn ich dort hinkomme.